Rühren, Kameraden, und ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein Stream mit dem Game Kingdom Come Deliverance. Ich habe mir das Spiel empfehlen lassen. Mir wurde gesagt, das Spiel ist richtig, richtig gut. Ich kenne es noch nicht. Der eine oder andere von euch wird es schon kennen eventuell. Ich wollte es mir aber auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen. Wir starten direkt ins Game. Und ich quatsch gar nicht so viel, weil ich glaube, es geht direkt mit Story los. Schauen wir mal. Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Na, das war doch schon mal schön gewesen. Zeig mal her hier, warte mal. Zurück. Ich würde gerne ein rahmenloses Fenster haben wollen. Ja, wir speichern die. Oder? Aber nicht so funktioniert, wie ich das wollte, aber ist egal. So, dann. Wir spielen, glaube ich, erstmal normal, nicht so wie bei Star Wars letztens.
dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. So, das war doch mal ein schönes Intro. Ja, ich hatte schon wieder Angst, dass das Spiel abgeschmiert ist, weil kurz ein Blackscreen war. One-Eyed King! Einen wunderschönen guten Morgen, mein Lieber. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Macht? Der arme Bengel. Bin gerade auf Arbeit. Und an? Ah, okay. Hallo, hallo? Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. So, ich muss weiterklicken. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Soll das nicht bei ein paar Streams? Bruder, gar kein Problem. Warte mal. Ah, ich muss gucken. Für keinen Stress. Okay. Nein. Matthias zeigte mir bloß das Bogenschießen. Bogenschießen? Willst du ein Wilderer werden? Weißt du, was die Strafe da? Ach, komm schon. Ich habe nicht vor zu wildern. Es war bloß Spaß. Oh, Gott, steh mir bei. Mach bloß keine Dummheiten, um Himmels Willen. Versprochen? Versprochen. Okay, geh zu deinem Vater. Waren meine Freunde hier? Okay, frage ich mal lieber nicht, sonst kriege ich bestimmt gleich einen auf den Kopf. Und zum Schwertkampf. Habt ihr auf Discord geschrieben gestern? Oh, habe ich gar nicht gelesen, muss ich mal gucken. Meine Freunde, ich habe Hunger. Ist Vater wütend auf mich? Ich frage mal lieber erstmal, ob der Vater wütend ist. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe?
Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Ja. Und ich frag sie mal, ob sie Hilfe braucht. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Das kenne ich doch von meiner Mama. Deswegen habe ich die Frage hier platziert, ja. Warum meine Freundin hier? Ich habe Hunger, oder? Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass er ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann. Da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Oh. Gut. Mal hier meine DPI runterdrehen. Ich merke, dass die ein bisschen zu schnell sind. So. Oh, wo ist Essen? Wie ist nicht möglich, wenn ich sitze? Was, dein Ernst? Ach Bruder, ich wollte doch nur was essen. Also irgendwie ist das merkwürdig. Ich wollte wirklich nur essen. Jetzt setzt er sich wieder hier hin. Also anscheinend ist es nicht möglich, sich hier einfach mal... So, aber da unten ist doch die Markierung, dass ich essen könnte von der Theorie. Wie komme ich denn da ran? Irgendwie muss es doch möglich sein. Komm, Zeit mal hierher. Ich muss mir mal ganz kurz das Dings angucken. Das Smoke Inert. Moin. Ein wunderschön. Wie geht's dir, mein Lieber? So, zeig mal her hier die Einstellungen. Steuerung. Wie mache ich denn das? Nee. Mehr Angriff, Spezialangriff. Inventar, Tab. Ach, ganz ehrlich, das wäre zu anstrengend. Ich weiß nicht, wie ich essen kann. Da ist ein Essenssymbol, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich hier esse. So, kommt halt mal her. Brudi. Okay, das zeigt an, dass ich unrechtmäßig eingedrungen bin. Okay, Gesundheit, was ist das denn? Symbole, die dich auf Einflüsse hinweisen. Okay, ich habe gemerkt, dass ich Hunger habe, aber wie esse ich denn? Bruder. Kampf können wir uns nachher mal durchlesen. Jetzt mal gerne wissen, wie ich jetzt hier Nahrung zu mir nehmen kann. Wie geht es denn der Lordschaft? Ja, Bruder, soweit sehr, sehr gut. Ich muss bloß gucken, ich habe festgestellt irgendwie, dass der Hunger hat, aber irgendwie... Ach, guck mal hier, der Käse oder was? Ach so, okay. Puh,
Hervorragend geht's der Lordschaft. Wie geht es Ihnen? So. Komm, wir nehmen einfach alles mit. Lassen auch nichts für unseren Vater übrig. Wir nehmen einfach alles mit. So. Erstmal essen. Na, auch super. Das freut mich sehr, mein Lieber. Komm, dann essen wir mal hier die Linsensuppe. Lässt sich, glaube ich, schlecht transportieren. So, hat er jetzt genug gefressen? Nee, immer noch nicht. Das ist schon mal sehr interessant, dass der hier auch Hunger bekommt und essen muss. Gefällt mir gut. Okay, dann mal raus hier aus der Höhle. Digga, oh, warte. Vergessen. So. Dann zeig mal her, wo lang hier. So groß ist ja die Hütte hier nicht. Denke ich mir mal. Ja. Oh, nice. Wir haben ja richtig Essen hier, ne? So. Dann gehen wir mal zu unserem Vater. Wo ist er? Kompass. Okay. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Überzeugen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen. Dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung, Körperpflege haben Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie die Menschen auf dich reagieren. Okay. Gut zu wissen. Also kommt es auf jeden Fall darauf an, wie wir aussehen, etc. Okay, siehst du gefährlich aus? Fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen? Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und abschreckende Effekt deiner Waffe und Ausrüstung eine Rolle. Aber auch die Aspekte, wie du beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Ah, okay. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen. Du musst dich jedoch mit dem Gegenüber überzeugende Summe einigen. Stechung funktioniert genauso. Die handeln, siehe handeln und falschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten einbringen, wie zum Beispiel Reiten. Okay. Sehr interessant schon mal. Warte mal. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten. Ein Zehn Raufbein schüchterst du nicht so leicht ein und ebenso schwer ist es, einen Adligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Das liegt daran, dass Heinrichs Fähigkeiten mit denen gegenüber verglichen werden. Die Werte der verschiedenen Fähigkeiten findest du in den entsprechenden Symbolen. Fähigkeiten. Okay. Ah, guck mal da unten, die Höhe des... Okay. Ah, okay. Okay, hier ist aber ganz wichtig, der Ausgang einer Situation wird auch von anderen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel von deinem Ruf, ob du blutest oder ob du schmutzig bist. Bist du etwa der flinken Zunge eines Händlern beim Verhandeln nicht gewachsen, könntest du ihn erst leicht vergiften, weil er dann einfacher zu überzeugen ist. Ein Wächter ist leichter einzuschüchtern, wenn du ihn von seinen Kameraden weggelockt hast. Ah, okay. Sehr interessant, also scheint ein interessantes Spielkonzept zu sein. Ich lasse mir nichts befehlen, lassen wir mal lieber. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Okay. Hier, verzeih, wir machen mal verzeih. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß.
Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzis Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Gut. So, haben wir auch eine Map hier? Ja. Okay, also Delta ist, glaube ich, der schnellste Weg jetzt erstmal. Questlog, okay. So. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. So, dann gehen wir zu Charlie als nächstes. So. Geht's denn hier lang? Ach, hier durch. Also das Setting finde ich schon mal recht gut. Gefällt mir auf jeden Fall. Mit dir auch. So. Wo ist der denn hier, der Typ, Frau oder wer auch immer hier? Ach, hier. Gott sei mit dir, Kunesch. Was willst denn du? Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nichts, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Okay. Lass mich überlegen. Komm, sollen wir ihn bedrohen? Der ist schon so aggressiv. Der wird Schulden gehören beglichen. Komm, wir probieren es nochmal erstmal mit den hier. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Bis dann. Okay. Das war nicht so erfolgreich, wie wir da waren. Ich dachte noch, ich bin nett, ja? Haken, stärker, langsamer Fausthieb, Schlag direkt ins Gesicht. Ein Tritt, okay. Oh, wir müssen auf jeden Fall mal gleich gucken, dass wir den Tritt umbelegen. F passt mir gar nicht, ich glaube, ich lege es auf meine Daumentaste und blocken hier nach oben. Machen wir lieber gleich, bevor der Kampf hier beginnt. So, Steuerung.
Ich hoffe, die können wir überhaupt umbelegen. Warte mal. Kampf. Ah doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ziel fokussieren machen wir mal auf. Spezialangriff haben wir gesagt, legen wir hier hin. Blockern legen wir hier hin. Nahkampfwaffe ziehen. Kann so bleiben. Ziel fokussieren, Angriff abbrechen. Ziel fokussieren im Wert Q. Gut, und so passt man das auch im Kram. Ah, alles gut. Hier blocken, machen wir Tab. So. So, dann hauen wir mal aufs Maul, wa? Hey, ich wollte blocken, Bruder. Okay, die Kämpfe sind auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Digga, und ich krieg grad richtig auf die Schnauze. Ich weiß bloß nicht. Digga, ich hab einfach mal richtig auf die Schnauze bekommen. Wieder Kampf war mal. Ach, Bruder. So, dann laufen wir mal schnell zu Mami. Mami soll uns mal pflegen. Ach, Mann. Aber wir holen mal den. Na, wir holen lieber nicht den Rest. Wir gehen lieber erstmal schnell. So, Mama. Ach, dieser Blur bedeutet, dass unsere Ausdauer fast am Ende ist. Oh, oh, ey. Die Kämpfe sind ja schon anders schwierig. Muss ich mir gleich nochmal angucken, wie das Kampfsystem funktioniert. So, hier. Mutter! Ich blute! Es hört nicht auf! Ach, Herrje. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Gut. Dann probieren wir nochmal aufs Maul zu hauen. Und ich schau mal ganz kurz, aber... Die Kämpferei, warte mal, wo war denn hier nochmal gerade das? Ich habe mir noch von irgendwo angeschaut, wie die Kämpferei funktioniert. Wo war denn das gewesen? Okay. Find's auf dem Schnell nicht mehr, ist egal. So, gehen wir nochmal zu ihm und probieren ihn jetzt umzukellen. Dir nicht gereicht, wie? Nee. Schuldest Vater noch? Von mir kriegst du gar nichts. Kannst das deinem Alten ausrichten? Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Alles. Elender Fluch, du. Unverschämtes Stück. Was ist los? Ach, Bruder, Alter. Wieso blocken denn nicht weg? Scheiß Kerl!
Ah, okay, jetzt habe ich verstanden, das Prinzip. Du musst immer in die Richtung kloppen, wo dieser komische Dings sind zeigt. So, dann fragen wir ihn jetzt nochmal, ob er das Geld gibt. Oh, was Netze? Haben wir ihn zu doll gehauen? Liegt im Map hier? Oh, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Oh. Oder ich habe es übertrieben. Ich habe ihm zu doll auf den Kopf gehauen. Ach du Scheiße. Das ist gar nicht gut. Oh Mann. Und dann heben wir ihn mal auf und packen mal weg. Ach du Scheiße. Das wollte ich ja auch nicht, wa? So, da hat er gesagt, die Frau war weg, glaube ich. Oh, auf hier die Luke. Digga. Mann, der liegt auch im Weg, der Typ. So, dann gucken wir mal. Komm mal her. Ermahnung. Unerlaubt das Betreten. Oh Bruder, der hat da wirklich gar nichts, ne? Der Typ. Oh, okay. Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Fritz könnte einen haben. Okay, guck mal, der lag da, verdammt. Ach Digga, wir gehen mal nicht raus, wir haben noch einen Schlüssel. Wir gucken mal. Wo war die Truhe? Hier. Ja, aufschließen. Ja, ja. Und ich sag mal, ach guck mal. Dann nehmen wir uns den Nägel und den Hammer einfach wieder mit. Gibt's sonst noch irgendwas hier? Ah, oh, der ist wirklich voll arm, ey. Scheiße. Armer Kerl. Jetzt tut er mir ein bisschen leid, dass wir ihn so aufs Maul gehauen haben. Wo ist denn der Kerl? Das eine Mal hat dir nicht gereicht, wie? Aber du schuldest Vater noch. Von mir kriegst du gar nichts. Du kannst das deinem Alten ausrichten. Ich sag's dir. Rühr mich an und ich lass dich in den Kerker werfen. Okay, also bei dem haben wir gar keinen Erfolg. Ich glaube, ich gehe einfach mal zur Wache. Mal gucken. Na okay, die Wache kann uns auch mal gern haben. Dann machen wir erstmal weiter. Entdeckt Krämer, okay. So, Alpha ist hier oder was? Grüß dich, Heinrich. Glück und Gesundheit. Ebenfalls, mein Lieber. So. Holzkohle brauche ich doch gar nicht, oder? Was braucht ihr denn überhaupt noch hier? Zeig mal her. Kauf einen Sack Kohle doch. Kohle brauchen wir. Fünf Mal weiter haben wir. Ja, ich glaube schon. Als alles? Ich hoffe. Warenkorb, ja. Hey, wir können feilschen. Ich probier's mal. Und zwar. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Okay, feilschen. Du kannst beim Kaufen, Verkaufen feilschen. Wähle die Menge, die du bezahlen oder erhalten möchtest. Und bestätige mit E-Händler reagiert auf dein Angebot. Lehne es ab. Unterbreite dein Gegenangebot. Lalalala. Letztes Angebot des Händlers, ursprünglicher Kaufpreis, dein aktuellstes Angebot. Okay, jetzt werdet ihr mal sehen, was ich für ein schlechter Händler bin. Ich bin nämlich wirklich ein ganz mieser Händler.
hast nicht genug Geld. Ach so, ich habe gar kein Geld dabei, oder was? Hier, wir unterbreiten ihm. Null. Ach Bruder, wir können ja noch gar nicht kaufen. Wir brauchen erstmal die Paste, ne, von dem Typen da. Ich bin noch dumm. Hey, Pip, willst du was lernen? Nö, denk nicht. So, Alter, nur Probleme, nur Probleme. Okay, dann gehen wir erstmal zu Echo. Vielleicht läuft das wenigstens mit dem Bier. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Siegesmund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Ist Alex. Doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Ich könnte einen Happen vertragen. Okay, ich bin dabei, aber dafür müsst ihr mir helfen. Das ist was Gutes. Super. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kuhne schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würd's diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Bruder, ey, hätten wir nicht erst meine Sachen machen können? Ach Mann. Das ist doch, ich sehe das doch jetzt schon wieder. Da gibt doch wieder nur Probleme. Ausgucken, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich hasse diese T9-Scheiße.
So, alles soweit beantwortet, weiter geht's. Okay, also wir haben doch eigentlich schon die Nägel und den Hammer. Hätte ich mir eigentlich klemmen können, toll ey. Mann. Okay, nach Delta, wir müssen zum Haus Delta. Du hast gelernt... Hallo Heinrich. Albrecht. Du hast gelernt, Entführung Wenzels. Ach, man lernt, wenn man dazuhört auch. Okay. Oder ist das das Haus von dem, oder was? Das? Dicker, da schmeiße ich niemals was gegen. Da sitzt doch eine Frau. Hey. Hört auf damit. Sieht das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Das sind ja wirklich drei richtige Holzköpfe, ne? Oh Mann, ey. Was willst du, Junge? Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Na, ja, das hat da gut geklappt. Wo gibt's hier noch irgendwo ein Kind? Wir haben gesagt, er hat Frau und Kind. Da kommt der nächste. Ach, Bruder. Schon wieder Ruf verschlechtert. Ah. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Frisst scheiße Deutschlinge, ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Arschloch! Das wirst du mir büßen! Digi, und wer kriegt jetzt bestimmt aufs Maul? Ich krieg aufs Maul, das war ja klar. Scheißkerl! Ja, okay. Du bist unten, du bleibst da unten, Digga. Nimm das nochmal! Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Büffel ist auf dem Weg. Verflucht! Weg hier! Lauf, ihr Schisser! Der Büttel kam, so. Aber haben wir uns so gut geschlagen, Digga. Gott schütze dich, Heinrich. Ach, nur Scheiße macht dieser Junge. Wirklich, der ist ja wirklich... Also den Ruf habe ich mir schon kaputt gemacht, würde ich mal sagen.
Rest hier von meinem Trupp. Geht aber auf jeden Fall schnell mit dem Ruf kaputt machen hier. Also wirklich jede Handlung hat hier Auswirkungen auf den Ruf. Wirklich jede. Schaut euch diese Gurken an. Die bleiben den ganzen Winter frisch. Schnell, greift zu, bevor sie weg sind. Ah, die laufen jetzt direkt zu dem Klon, der mir noch Geld schuldet. Das ist gut. Oder auch nicht. Ich dachte, der läuft da direkt hin. Ey. Meister. Es gibt da eine verschlossene Truhe, die ich öffnen muss. Im Ernst? Ist dir ehrliches Handwerk nicht mehr gut genug? Nein, nichts dergleichen. Es ist so, jemand hat etwas, das ihm nicht gehört, und ich möchte es wiederhaben. Wenn du das sagst, geht mich sowieso nichts an. Hier, du kannst ein paar Dietriche haben, aber falls du erwischt wirst, die hast du nicht von mir. Nie von dir gehört. Danke, Kumpel. Na gut, so haben wir wenigstens Dietriche umsonst bekommen. Wir haben uns ja den Hammer schon geholt und alles. Okay, dann müssen wir mal gucken. Triff dich mit dem Jungs bei Kunisch. Diesen Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Ich bräuchte Hilfe mit Kunisch. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Willkommen, Hein. Was zum... Kunisch! Schwing deinen Arsch raus! Ich muss dir was zeigen! Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Oder die Mucke ist nicht so toll. Ach, Digga. Immer wieder weggekellt. Ach Mann, der Arme. Genug, genug! Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Gut. Finde etwas bei Kunisch, was sich verkaufen lässt. Ja, wir haben doch schon hier den Scheiß. Ausgenommen. Ach Bruder, ja. Hat da sonst noch was? Komm, jetzt hier. Komm, ziehen wir ab. Tschüss. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Axt nehme ich mir auch noch mit. Gut. Hühnchen auch noch? Nein. Eigentlich gemein. Jetzt haben wir eben den... Hammer und die Nägel wieder abgenommen und die Axt auch noch. Und der war ja offensichtlich wirklich eine arme Sau. So, dann gehen wir mal zum Händler. Wo war denn hier der Händler nochmal? Hier der Händler. Hört oder was? Gerätschaften, Werkzeuge und Helferlein. So. Schönen Tag. Schönen Tag zurück, mein Herr. Mach's gut. So, pass auf. Dann kloppen wir mal die Axt.
Zack. Wie du zahlst. Ich will die nicht haben. Ich wollte eine verkaufen. Verkaufen. Ach, guck mal, von dem Typen hier. Komm, die können wir verkaufen. Egal, dann verkaufen wir mal Kunichs Axt. Ja, ja, verkaufen wir. So. Hä? Ich wollte die Axt verkaufen. Die Axt. Axt. In den Warenkorb, okay. Den Hammer können wir eigentlich auch. Und die Nägel auch. Und dann gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Wir feilschen ein bisschen. Wie viel Knete kriegen wir? 2. Oder komm, das reicht mal. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Okay, wir... Zwirn, lang und stark. Damit könnt ihr 4,5 bietet er. 6,1, ich will... Komm, 5,5 will ich haben, Bruder. Wir sind hier fertig. Das führt zu nichts. Ey, ich dachte, du machst mal ein Gegenangebot, Dicker. Was bist du für ein unverschämter Kerl? Ja, dann machen wir das nochmal. Verkaufen. Okay, komm. Besprechen wir den Preis. Ja? Dass sich der Ruf verschlechtert, wenn ich hier so ein bisschen auf die Kakao komme. Dann mach mal hier. Probieren wir wenigstens so. Hier 5. Zufrieden? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Hier 4, komm. Schön. Und jetzt? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Das ist ein guter Händler, ey. Hier. Da schlag ich zu. Okay. Wird es nicht. Dann schauen wir mal. Wo war hier der Kohlefritze? Der hier war das, ne? So, komm her. Wir brauchten, wir warten, bevor ich zu viel kaufe und ich keine Kohle habe. Wie viel? Einen Sack Kohle. Aber hier sind 0 von 10. Von 10. Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt? Ja, gar keine 10 kaufen. Und wir kaufen erstmal einen. Jetzt passt dann auch. Mal kurz gucken, wenn wir 10 reinpacken. Das ist die Gesamtsumme. Du zahlst 5. Rudi, dann kann das nicht sein. Gut, ich probiere mal zu feilschen hier. Sprechen wir den Preis. Warum nicht? Sind wir uns einig? Ein schlechtes Angebot. Na gut, also, okay. Einverstanden. Ich brauche wirklich 10 Stück, ne? Wo soll ich denn die Paste herkriegen? Dicker. Naja, da kommen wir mal später nochmal wieder. Warte mal. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch ein bisschen Geld zusammen. Was er? Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen.
Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Klar. Also gut. Ich warte wie immer beim Schafpferd. Sie fährt dahin. Auch für Bier. Oh, Bier müssen wir auch noch kaufen, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganze Kohle herkriegen soll. Lauf doch mal ein bisschen schneller hier. Vielleicht verkaufe ich auch gleich ein bisschen Äpfel und so. Na, kann's losgehen? Ja. Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Gut, beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Gut, versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Sehr gut. Nicht schlecht. Sehr gut. Jetzt kapierst du es. Nicht schlecht. Ah, okay. Nochmal. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Hallo. Ach so. Jetzt ach, Stechen, okay. Sehr gut. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Versuche oder sofort. Schlecht. Okay. Nochmal. Wird über Nacht zum Schwertmeister. Du musst üben und üben. Okay, das war jetzt erstmal halbwegs aufschlussreich mit der Kämpferei. Okay, hat er uns Kombos gezeigt und so, er hat uns mal Parieren beibringen sollen. Das ist immer meine größte Schwäche in jedem Spiel. Ich bin immer so Hauptsache auf den Kopf kloppen, aber irgendwie nicht so wirklich ausweichen oder parieren. Heinrich. Das ist immer so ein Ding, man stellt sich so eine Schenke immer so imposant vor, aber schau mal. Das ist wirklich eigentlich nur so ein kleiner Vorraum und das war's, ne? Also, echt schön umgesetzt, haben wir gut gemacht. Hier, genau. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Ich brauche Bier für Vater.
Ein Krug wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Ja, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Maniac? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Das werde ich. Ja, das ist ja mal der totale Vollpfosten. Sie sagt, sie gibt ihm das Bier umsonst und er natürlich kommt. Das Spiel speichert Zeit automatisch zum Beispiel in wichtigen Stellen Quests, wenn du im Bett schläfst. Wenn du ein Spiel zu einer Zeit manuell speichern willst. Oh, okay, Retterschnaps ist zum Speichern. Okay. So, und der ist halt der totale Trottel. Wir haben gar nicht so viel Kohle, um Kohle für die Kohle, ja. Und er bezahlt noch seine Braut fürs Bier. Mann, Alter, du hättest sie doch heute Abend bezahlt, Digga. Wenn du mehr Geld dabei gehabt hättest. So. 9 Stück brauchen wir noch. Ich hoffe, der lässt jetzt mal ein bisschen mit sich handeln, der Typ hier. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? Ich hab gar nicht so viel. So, der haut mir doch aufs Maul, wenn ich dem das jetzt anbiete. Einverstanden? Du bist ein Knauser. Digga, ich hab nicht mehr Geld. Mann. Wir werden hierher geschickt, ohne Kohle, ohne alles. Und sollen einkaufen. Gut, da müssen wir mal gucken, was wir verkaufen können. Guck mal, den Diet können wir verkaufen, den würde ich aber eigentlich gerne behalten. Was heißt denn das hier, dass wir die geklaut haben, die Hand, oder was bedeutet das? Hose, okay. Das sind die geklauten Sachen doch. Gut. Dann verkaufen wir die geklauten Sachen, ne? Dann war es doch gut, dass wir den geklaut haben da. So. 2. Sag mal, hat der gar keine Schuhe an, der Idiot? Jetzt hat er welche an. So. Was ist das? Beinplatten, Beinketten, ne. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Das ist ein bisschen unübersichtlich gestalten, was wir anhaben und was nicht. So. Kann er die jetzt anlassen oder nicht hier? Digga, bitte. Dann machen wir gleich. Machen wir gleich. Okay, doch, alte Stiefel haben wir reingekloppt. Und dafür ziehen wir uns die dunklen Fußwickel an. Was ist besser, Fußwickel oder Stiefel? 1,9, 2,4. Die scheinen besser zu sein. Oder dann ziehen wir uns auch gleich die Hose hier an, würde ich mal sagen. Wa? Verkauf einfach die alten Stiefel und... Und das muss reichen, Digga. Falsch, Mann. Reden wir über den Preis. Selbstverständlich. Weißt du was? Digga, machen das doch nicht. Pass auf, ich mach erstmal Folgendes. Nachher kriege ich wieder Ärger mit meinen Eltern oder so, habe ich keinen Bock drauf. Ich zieh mir mal lieber meine Stiefel wieder an. So.
Weil ich kacke ein bisschen ab, weil das ja geklaute Sachen sind, dass die dann sagen, wo hast du die Sachen her? Und dann ist mein Ruf wieder verschlechtert. Verkauf die Sachen lieber gleich beim Händler und gut ist. So. Also, in den Warenkorb, in den Warenkorb, in den Warenkorb. So, falsche jetzt. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? Ist doch mal nice. Der Händler hat nicht genug Geld. Na komm, dann soll er mal hergeben, was er hat. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Danke, tausend Dank. Was hab ich jetzt bezahlt, oder was? Hat sich so angehört, noch etwas obendrauf. Gott sei mit dir. So, jetzt haben wir gut Geld. Dann können wir jetzt Holzkohle kaufen. Perfekt. Kaufen Holzkohle. Guck dir den an, den Bandit. Wir haben das verkauft für ein Appel und ein Ei, die geflickten Beinlinge, und der verkauft die für 69,8, ja. Gangster. So. Reden wir über den Preis. Selbstverständlich. So. 5,4 bin ich nicht bereit zu zahlen, Kamerad. 5,1. Ist das genug? Das ist zu wenig. Na, da haben wir wenigstens ein bisschen was. Einverstanden. Gut, jetzt können wir zurück zu unserem Vater und ich hoffe, er ist jetzt zufrieden. Was ich auch interessant finde, ist, dass hier die von der Schlägerei oder so, die Narben etc., dass die im Gesicht bestehen bleiben. Das finde ich halt cool. Digi, Alter. So. Ehrenwerter Vater. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Na, selbstverständlich, Vater. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst,
dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. So, der Vater scheint nicht so viel Lebenserfahrung zu haben. Man löst alles mit Worten, habe ich gesehen. Bei dem Typ, der ihm Kohle geschuldet hat, da hat er überhaupt nichts gebracht. Außerdem dreimal aufs Maul zu hauen. Nägel für die Boden. Nehmen erstmal alles mit. Auch gleich mal mit. Ich weiß gar nicht, ob wir hier ein Cap haben, was wir tragen können. Alles mit. Es ist gerade irgendwie zu einträchtig alles. Ich habe so das Gefühl, als wenn gleich irgendwas passiert und aus dem Topf essen. Na, das ist doch nice. Komm. Der Fresssack. Wozu machen hier? Aber irgendwie ist es schon schön gemacht, ne? Also die ganze Atmo und so hier. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön.
kleines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen, wird ihm wesentlich mehr nützen. Herr. Möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile. Wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort... Unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Ah!
ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Gott sei Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen. Schon, Heinrich, du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Schnapp dir ein Pferd und reite nach Thalberg! Sag ihnen, was kommt! Du musst sie warnen! Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang! Spring von der Mauer und verschwinde von hier! Wow. Also der Vater war mehr als nur ein Schmied, würde ich mal sagen. So, hin, woher hin? Okay, wir müssen auf jeden Fall hier rum und dann... Soll ich mir ein Pferd herschnappen? Da unten. So, so, so. Da unten stehen Pferde, okay. Denn die Frau? Ich hoffe, das ist nicht nur. Wo ist die denn? Oh oh. Ach du Scheiße. Oh fuck. Hätte ich mich mal lieber auf ein Pferd gesetzt, ey. Ich Idiot. Ich geh lieber weg. Oh Bruder. Idiot.
Ach, Bruder, Bruder. Okay, wir gehen lieber gleich zum Pferd. Ich dachte, ich bin hier in der Lage, das Schwert zu ziehen und der Frau zu helfen, aber anscheinend ja nicht. Zeig mal her. Aber das Schwert ist ausgerüstet, warum kann ich nicht ziehen? Verstehe ich nicht. Warte mal. Zeig mal her. Steuerung, wie ziehe ich mein Schwert raus? Kampf, Kampf, Kampf. Nahkampf, ach so. Hier. Okay. Ich glaube, das ist aber ganz schlecht, wenn ich da der Frau helfe, auch wenn ich es gerne machen würde. Du kannst... Oh, warte mal, du kannst sie ablenken. X ist pfeifen, aber auch aufsteigen bzw. absteigen vom Pferd. Ah, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ich probiere der Frau einfach mal schnell zu helfen. Oh, fuck. Oder... Okay, ich glaube, das war schlecht. Es sind zu viele, Digga. Okay, 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 okay. Lassen wir mal. Also, hätte ich mal lieber auf dich gehört mit der Pfeiferei. Okay. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass es hier ein relativ realistisches Spiel ist. Und man da... nicht einfach so reinklatschen kann, okay. Ich stelle mich ums Eck, pfeife, wie du gesagt hast, mit X und dann hoffe ich, dass ich die Frau mitnehmen kann mit dem Pferd. Aber danke dir auf jeden Fall für den Rat. Und herzlich willkommen erstmal. Oh, Digga. Bruder. Komm, reit einfach los. Ich hoffe, die ist jetzt in Sicherheit, dieses Mädel. Aber sah gut aus, ne? Ich glaube, ich hab dir helfen können. Bin bloß noch nicht so ein erfahrener Recke, dass ich sie hätte retten können. Ach, Mann. Ja. Ah, okay. Die Ladescreens nerven aber schon ein bisschen. Ich hoffe, die nehmen später ab im Spiel. Bruder, was für ein Muchtenpferd. Hier ist ja alles verwüstet worden ringsherum. Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Alter,
Mann, Mann, Mann. Zieh, zieh, zieh. Okay, sind die weg? Nee, oh Gott. Hey, warum bleibt denn das Pferd manchmal einfach stehen? Das Pferd hat bestimmt auch gleich keinen Bock mehr zu rennen. Zieh doch mal! Oh Gott, ich glaube, es erschöpft. Komm, stoppt euch stehen und lasst mich in Ruhe. Ich glaube, das Pferd ist wirklich erschöpft. Aber ich muss da wegkommen von denen, ey. Ich kann da nicht gegen drei so eine Kollegen hier kämpfen. Digga, ich hoffe, die helfen mir da. Komm, bisschen noch Pferdchen. Na Gott sei Dank. Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Scarlet. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Neben deinem Leben ist eine grüne Anzeige. Das ist die Ausdauer deines Pferdes bzw. im Kampf das Leben deines Gegners und Pferde können dich abschmeißen. Ganz ruhig. Danke für den Hinweis. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Divisch zu sprechen? Das Spiel sieht bis jetzt baba aus. Ja, finde ich auch. Gut Atmo. Und hat echt gut auf Realismus aufgebaut. Nicht so ein sinnloses Rumgeklatsche. Schon gut. Mein Herr,
Das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihm nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Skalitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Wie lief's gestern in Skyrim eigentlich, Kriegertrans? Ja, war ganz gut. Ein, zwei Mods muss ich noch einstellen, aber ansonsten lief's ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. So, du hast Tallenberg entdeckt. Dann gucken wir mal. Erstmal essen, war, oder? Richtig verhungert. Du hast nicht vergessen, die Vorräte zu prüfen, wie ich dir gestern befahl? Oh. Nein, Herr. Ich bin alles durchgegangen. Alles in Ordnung. Gott. Nun gut. Aber kauf ein paar Fässchen Wein, wenn dein Tag muss essen. Ja, wo denn, wo denn? Scheiße, muss essen, der Verfressene. Der macht nichts anderes geführt in dem Spiel. Und wo soll ich denn jetzt hin, Bruder? Boah, ja, übertreib doch. Komm, wir essen erstmal einen Apfel, damit er nicht gleich tot umfällt hier. Den können wir nicht quatschen. Okay, ey. Der sollte mir eigentlich zeigen, wo es Essen gibt. Du, hau ab. Du bist aus. Hey. Was, hey? Das war schrecklich. Auf dem Weg zündeten sie Roland Sigismund, kam mit seiner Streitmacht. Es war ein Tag wie jeder andere. Aber plötzlich sah ich dichte Rauchschwaden über Raufner aufsteigen. Und dann kam Sigismunds Armee aus dieser Richtung. Ich glaube, der Befehl zum Angriff kam noch bevor Alarm geschlagen wurde. Gott schütze uns. Jetzt weiß der doch, dass das der andere war. Ich dachte, der weiß gar nicht, wer angegriffen hat. Und jetzt heißt es doch, unten im Hof. Ah, okay, danke schön, mein Lieber. Ah, du kennst dich gut aus. Das ist gut für mich. Ich floh zur Burg, aber meine Eltern wurden getötet. Okay, ich schaffe das nicht in die Burg. Dann begann das Gemetzel. Okay, was machen wir? Also... Meine Eltern wurden getötet, die sieht ganz hübsch aus, mal gucken. Wir flohen alle zur Burg, doch sie waren zu schnell. Sie metzelten die Leute nieder und steckten die Häuser in Brand. Ich schaffte es gerade noch. Aber meine Eltern, sie töteten meine Eltern.
Gott segne dich, Junge. Das tut mir wirklich leid. Ach, Mann, hab ich Hunger. Ja. Unten im Hof. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Komm, zieh mal ab hier. So. Oh, hallo? Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Ich hörte von deinem Vater. Er war ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Ich verstehe nicht, warum er sein Talent so vergeudete. Er genoss einen sehr guten Ruf. Wahrlich ein großer Verlust. Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herrin. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robart. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von deiner Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herrin. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Uns den dezenten Hinweis gegeben, ne? Mal Danke zu sagen. So. Oh. Hier. Ente, Ente. Immer Ente. Die nehmen wir uns jetzt komplett hier mit, oder? Dann nehmen wir uns alles mit. Man weiß nicht, wann wir das nächste Mal Essen kriegen. Wir haben ja keinen mehr, der auf uns aufpasst. Oh ja, der Typ, ey. So, 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 und können wir aus dem Topf noch bei ihr essen, so wie wir es zu Hause auch gemacht haben? Ja. Nice, komm, ist noch, was? Das hat nicht gereicht, um ihn satt zu machen? Das gibt's doch nicht. Verfressener Sack. So, dann essen wir noch was. Bruder, der hat ja nur Kohldampf. Immer noch. Okay, der ist zwar geflüchtet, aber... Was bei... Ach so, ich habe die Ente gar nicht ausgewählt. Ich habe mich schon gewundert. Na gut, jetzt ist das wenigstens satt. So. Wo ist das Bett? Hier rein oder was? Nee, das ist der Stall. Wo ist denn hier der... Ich höre, bist du aus Skalitz? Es muss schrecklich gewesen sein. Wie ist das geschehen? Ja, alle neugierig, ey. Ich weiß nicht genau. Alles ging seinen gewohnten Gang, als plötzlich Männer auftauchten und begannen, alle abzuschlachten. Wem es nicht gelang, in die Burg zu fliehen, der wurde niedergestreckt. Sie zerstörten alles, was ihnen in die Quere kam. Es ist ein Wunder, dass ich mit dem Leben davon kam. Oh. Der ist schon gut müde, der gute Mann.
Das ist aber auf jeden Fall, glaube ich, nicht richtig, oder? Den Weg, den ich hier gerade einschlage. Ne, es muss noch in der Burg sein. Oder war das... Oh, oh. Geht da ganz nach oben, glaube ich. Okay. Darf ich mal bitte? Meister Jakob? Ach, Bruder. Verzeihung, Verzeihung. So viel bleibt da nicht mehr übrig hier an. Dann hier drinnen, ne? Schauen wir mal. Ja. Okay. Komm, hauen wir uns hin. Bin ich mal gespannt. Ja, schlafen sollst du. Ich habe meine Schuhe nicht ausgezogen, wie er es gewünscht hat. Wie lange schlafe ich denn jetzt? Achso, guck mal. Sattheit, Energie. Dann machen wir einfach mal, solange es geht, 12 Stunden. Dann haben wir 99% Energie. Hau rein. Der hat seine Schuhe nicht ausgezogen. Herein. Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herrin. Nein, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du... könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättest du nicht... Du hättest auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Hi. Hi, SweetKin81. Willkommen im Stream. Ich hoffe, es geht dir gut. Vom Überfall berichten. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ich ging zur Schenke, traf mit der liebsten Bianca. Ich gebe schön an. Oh, hier. Ich holte in der Schenke Bier für Vater. Ich weiß die Aufgabe eines Stallburschen, aber es kümmerte mich nicht, denn Bianca arbeitete dort. Ich machte ihr den Hof und wir wollten uns später treffen. Aber dazu sollte es nie kommen.
Du armer Junge. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Vater und ich redeten über das Leben. Herr Ratzig begutachtete das Schwert. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ich sah Rauch über einem Weiler aufsteigen, den Sigismund auf dem Weg zum Dorf geplündert hatte, das bald dasselbe Schicksal ereilte. Gott hab Gnade. Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle, während er Mutter holte im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Palmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Ja, danke, Spiel. Spannend. Ladebildschirme sind zu lang. Ja, sehe ich genauso. Ladebildschirme sind auf jeden Fall ein Stück zu lang. Ich brauchte ein Pferd. Ich brauchte ein Pferd, um nach Palmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht. Wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war vom Kumanen gefasst worden, die sie schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Ah gut, also haben wir dem Mädchen doch noch geholfen. Sehr gut. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel Medig von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagst du? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf.
Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divis scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Talmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, du bist noch jung und wunderschön. Du hast deine besten Jahre noch vor dir. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Gott sei Dank, ich dachte, der ist ein Idiot und macht sich jetzt an die ran. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garlitz auf dem Weg hierher. Der Wehrgang ist bestimmt oben, oder? Gehe ich mal ganz stark davon aus. Hopp. Weg. Na okay, ich hab falsch gedacht. Der Wehrgang. Wo finde ich den Wehrgang? Begib dich über die Treppe am Tor zum Wehrgang. Hier lang oder was? Oder ich sehe gar nichts. Glück und Gesundheit. Weißt du, was hier los ist? Nein. Was ist mit dir? Mir? Wie sollte ich? Hab dich mit Herrn Robert gesehen. Hat er dir nichts gesagt? Nein, nichts. Komische Situation, was hat er mir gesagt? So, warte mal, wir müssen mal gucken. Können wir hier auch Punkte aufwerten? Ja, sieht so aus. Oder? Oder geht das automatisch? Ne, ich glaube, das passiert automatisch, oder? Fertigkeiten, Alchemie. Okay, ach, das können wir alles sehen. Ich dachte, man kann die Punkte selber verteilen. Schade eigentlich. Hätte ich mich gefreut. Ich mag sowas, Punkte selber zu verteilen.
Gott sei mit dir. Was ist los? Weißt du irgendetwas? Nö. Könnte Sigismunds Streitmacht sein. Seine Speer. Oder Skalitze, die überlebt haben. Ich würde nichts Gutes erwarten. Okay. Möge Gott über dich wachen. So, wo in der Netze? Lauf mal einfach geradeaus, mal gucken. Bin ich jetzt hier richtig oder nicht? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Weißt du, was hier los ist? Weiß nicht. Aber ich glaube, ich habe Reiter gesehen. Also wird's wohl Sigismund mit seiner Horde sein. Möge Gott über dich wachen. Also. Ach hier, Mann, ich hab den gar nicht gesehen, den alten. Ich mit Robert. Ja, ich hab den nicht gesehen. Ich bin da dreimal an ihm vorbeigelaufen. Danke dir. Ja, die funktioniert nicht mehr richtig hier anscheinend. Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skalitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Speer von Herrn Devisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Speer noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht, Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Halt! Sind doch Flüchtlinge. Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen. Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung. Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier. Oh, du bist wirklich noch wach, Devisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich. Naja, du hast ja auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Talmberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Devisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Skalitz. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Devisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Talmberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck.
Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund. Und viel Glück. Richte Herrn Hanusch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg bis nach Rathai ist nicht mehr rein. Okay, du kannst übrigens Skillpunkte selbst verteilen, nur manche Männer, Skills werden automatisch ausgewählt, wenn man sie für die Story braucht, beziehungsweise Story freischaltet. Oh, dann will ich mal kurz gucken. Warte mal. Welche könnte ich denn selbst verteilen, welche Punkte, wenn ich jetzt hier mal gucke? Guck gerade, ob ich irgendwas skillen kann, aber noch, da muss man hier aufs Plus, ach, auf Plus vorne drücken, ne? Okay. Hauptstufe. Lys. Nee. Nee, egal. Das wird mir ja bestimmt hoffentlich im Laufe des Spiels noch erklärt irgendwie. Wie ich das hier verbessere. Dann quatsch ich erstmal mit dem Robert hier wieder. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, ja. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Stärke, hat er gesagt. Stärke. Okay, wir gucken nochmal schnell. Stärke. Stärke. Haben wir denn überhaupt schon Punkte? Weil eigentlich hatte ich irgendwie im Hinterkopf, dass wir... Ach, guck mal. Ach, jetzt verstehe ich es. Guten Morgen, Bruder. Guten Morgen, Debug 84. Geht's dir gut, mein Lieber? Jetzt habe ich verstanden mit dem Skillen. Okay, man muss quasi auf Stärke gehen. Dankeschön für deinen Host, mein Lieber. Jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Man macht hier quasi auf und wählt dann ein Dings aus. Und zeigt mal, was ist dein Bollwerk? Gegnerische Angriffe mit dem Schild zu blocken, kostet weniger Ausdauer und Huckepack. Bewusstlose zu tragen. Ich glaube, da macht Bollwerk mehr Sinn. Aber warte mal. Gucken, wenn das hier geht. Erste Hilfe. Asket. Der Männer hat bestimmt nicht so viel Hunger. 30% ohne Essen, ja, Bruder. So oft wie der Kohldampf hat. Mein Freischirm ist zu Hause, sonst wäre ich auch online. Eventuell heute Nacht. Aber du arbeitest morgen wieder oder so. Ja, ich habe morgen Frühdienst. Also ich werde heute auf jeden Fall nicht so spät machen. Also ich sehe zu, dass ich auf jeden Fall vor 22 Uhr im Bett bin, sonst habe ich ein Problem. Ich glaube, Asket ist ganz gut. Macht auf jeden Fall Sinn. Asket lernen wir mal, weil der hat immer nur Kohldampf, der Typ. Und Stärke, Bollwerk macht wahrscheinlich auch Sinn, aber ich spare mir mal den Punkt. So, wo muss ich jetzt hin? Zum Wache. Also eigentlich hat er gesagt, ich soll hier oben nur gucken, ne? Ach schade, dann sehen wir uns nicht, aber wünsche dir viel Spaß, Bro. Dankeschön für dich auch, mein Lieber. So, wo? Halte auf dem Bergang Wache. Ja, mache ich. Gibt es da eine bestimmte Position, wo ich Wache halten soll? Die Atmos ist echt schön, ne? Also mit dem Gewitter und so, das gefällt mir gut. Da
Komm, wir stellen uns hier hin. Ja, aber wenn es nicht nass. Bruder. Ne, wir stehen mal nicht. Die sind gut zu uns, die Leute. Dann gehen wir mal andersrum. Ist ja gar nichts hier raus. Mal gucken, hat der mir was zu sagen? Was hältst du davon, dass sich die Scarlets so davonschleichen konnten? Was hältst du davon, dass den Scarlets an die Flucht gelungen ist? Das Glück war ihnen wahrlich heut. Siegesmund wird vor Wut kochen. Ein Jammer, dass das Schicksal nicht allen gnädig war. Oh, tut mir. Flufst herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Zeit überspringen, okay. Ja, ich find's auch ein bisschen merkwürdig, dass sie da entkommen konnten. Ja. Und, weiß ich nicht, irgendwas stimmt mit dem nicht, mit dem Typen, der gerade vorbeigeritten ist. Finde ich persönlich. Der war zwar cool, aber irgendwas stimmt mit dem nicht. So, dann überspringen wir mal ein bisschen Zeit. Eine, zwei Stunden, ne? Bestimmt nicht umsonst so eingekreist. Ach komm. Machen wir einfach hier 9 Stunden, Digga. Wenn was passiert, dann wird schon, ja. Oh. Oder die sind echt auch wieder hier, ne? Los du. Wo ist denn hier die Außenmauer, ey? Ach Bruder, Außenmauer, Außenmauer. Woher soll ich denn wissen, was hier die Außenmauer ist? So. Wir müssen auf jeden Fall was für unsere Ausdauer tun. Irgendwie, wenn ich ein paar Meter ein bisschen schneller laufe, ist ja immer gleich seine Ausdauer los. Ich glaube, für einen Kampf ist das auch nicht so praktikabel. Kommt schon, bewegt euch! Los, los! Ja, ja, schrei mir nicht so an. Dieser selbsternannte König, die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquard von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquard. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches?
Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Scarlitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Scarlitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Hey, gelobt sei Jesus Christus. Ich muss nach Scarlitz. Weshalb griff Sigismund Scarlitz an? Was hat Sigismund vor? Was weißt du über die Kumanen? Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Was ist in Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf, allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Leibliche Strategie, ich fürchte die aufständischen Herren in Kuttenberg wegen der Kornspeicher hier. Strategisch wichtiger Punkt.
die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Weshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Gott behüt dich. Ich dachte, damit kriege ich ihn. Okay. Weg sind sie. Lass mal schauen. Also, erstmal speichern wir mal eine Runde. So, und dann muss ich jetzt an dieser Stelle einmal den Stream cutten. Ich bin nachher auf jeden Fall nochmal da. Ich muss nämlich meine Tochter abholen aus der Schule. Danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich bin nachher, denke ich mal, so 15 Uhr ungefähr wieder on Stream, ja. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Nachmittag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.